Das war ein richtig schöner Tag, oder, Heidi? Guten Abend, Kinder. Guten Abend, Herr Traber. Geh schon vor, Rico. Wieso? Heidi! Herr Traber. Ja, Heidi? Könnte ich kurz mit Ihnen über etwas sprechen? Aber natürlich. Worum geht es? Na ja, also ich habe noch mal darüber nachgedacht und ich glaube, ich möchte doch nicht in Zürich auf die Schule gehen. Ach nein, und warum? Hier gibt es so viel, das mir fehlen würde. Das Dörfli, die Berge, meine Familie und Freunde. Deine Zweifel sind verständlich, aber hier fehlt es an Sekundarschulen. Eine gute Bildung erhältst du nur dort. Außerdem kannst du die Ferien in Dörfli verbringen. Das Abendessen ist fertig. Na, Großvater, hast du einen schönen Tag gehabt? Ja, die Hütte ist schon fast fertig. Aber du humpelst ja. Das ist nichts Ernstes. Ich bin nur über einen Ziegel gestolpert, der noch rumlag. Morgen wird davon nichts mehr zu merken sein. Ich weiß, was wir machen. Danke, Heidi. Aber ich glaube nicht, dass das nötig gewesen wäre. Großmutter sagt, bei Beschwerden jeder Art habe immer etwas Heilerde parat. Für die Kleinen wie die Großen. So, fertig. Lieber kleiner Stern, wer wird auf Großvater aufpassen, wenn ich fortgehe? Das ist leider die letzte Packung Kreide, die wir auf Lager haben. Ich hoffe, sie reicht Ihnen. Ja, das genügt mir, Frau Keller. 55 Rappen dann bitte. Sagen Sie, Herr Traber, ich möchte wirklich nicht neugierig sein, aber hat das etwas mit der Prüfung zu tun, die Sie mit meiner Theresa machen werden? Ja, durchaus. Würden Sie mir auch verraten, was? Die Kreide ginge natürlich aufs Haus. Ich darf doch wohl bitten, Frau Keller. Und du, was willst du hier? Ich bring nur meinen Käse vorbei. Und was stehst du da wie angewurzelt? Gib schon her. Das Geld kriegst du morgen. Ist gut.